Neuntes Kapitel. Da es nun Abend war, kam er mit den Zwölfen. Markus 14, 17. Am 4. Januar 1844 abends. Setzet daher nur wieder einen Text an und wir werden schon sehen, wie er für unsere Sache passt. Da es nun Abend war, kam er mit den Zwölfen. Wir hätten also den Text vor uns. Und ich muss wieder die alte Bemerkung machen, dass ihr noch immer nicht einen Text habt finden können, der für unsere Sache nicht auf das Allergenaueste taugen möchte. Der vorliegende Text scheint zwar dem Außen nach mit unserer Sache eben keine zu große Gemeinschaft zu haben, aber das ist mitnichten der Fall. Im Gegenteil, er hat eben mit unserer Sache die allergrößte Gemeinschaft. Und hättet ihr ihn nicht gewählt, so hätte ich ihn gewählt. Als es Abend war, kam er mit den Zwölfen. Wer kam? Der Herr von Ewigkeit kam. Wann denn? Am Abend. Und wohin kam er denn? In den von seinen Jüngern bereiteten Speisesaal. Mit wem? Mit seinen erwählten 12 Aposteln. Was tat er dann in dem Speisesaal? Er hielt ein Abendmahl, an welchem sich einige sättigten und einige ärgerten. Und zugleich wurde am selben Abend beim Abendmahle der Verräter bezeichnet. Hier liegt einmal das komplette Bild vor euch. Und seine Sache ist mit den Händen zu greifen. Was ist der Abend? Er ist ein halblichter Zustand des Tages, bei dem das Licht im fortwährenden Schwinden ist. So lange, bis endlich nicht eine Wirkung der Sonnenstrahlen irgend mehr zu entdecken ist. Wann aber ist beim Menschen ein solcher Abend? Ein solcher Abend? Sicher in geistiger Hinsicht nämlich betrachtet dann, wenn er schon sehr viel gelesen und durchstudiert hat. Welches viele Lesen und Durchstudieren dem Einfallen der Sonnenstrahlen den ganzen Tag hindurch gleicht. Wie aber diese Sonnenstrahlen in ihrer Erscheinlichkeit naturmäßiger Art sind, so sind auch die Lese- und Studierstrahlen naturmäßiger Art. Die Sonne aber geht am Abend, am Ende des Tages unter und es wird dann alsbald darauf Abend und endlich auch Nacht. Also geht es auch mit dem Lese- und Studierlicht. Der Leser und Studierer wird endlich müde und verdrießlich, weil er durch all sein Lesen und Studieren sein inneres Licht nicht zu vermehren vermochte. So wenig wie das Licht der Sonne irgend vermehrt werden kann, sondern es bleibt in seinem gleichmäßigen Verhältnisse. Im Sommer ist es stärker und im Winter schwächer. Und das immer im gleich auf- und abnehmenden Verhältnis. Also auch ist das Morgenlicht schwächer. Bis gegen den Mittag ist es im Zunehmen und gegen den Abend hin wird es ebenfalls schwächer. Gerade also geht es auch mit der äußeren Lese- und Studierbildung des Menschen. Wenn er anfängt zu lesen und zu studieren in einer wohlgenährten Bibliothek, so ist bei ihm der Lese- und Studiermorgen. Wenn er sich im Verlauf von mehreren Jahren die Augen wund gelesen hat und schon der Meinung ist, Dankeschön. Du musst doch nicht so rasen, Hammer. Du bist mal gerast wie ein Wilder. Das war sie doch nicht schuld. Hör mal zu, entschuldige du dich mal. Du bist gerast wie eine wilde Sau. Nicht zu fassen. Und dann sind er noch frech. Ja.